Hoch. Zu breite Kiste. Ha. Es ist endlich soweit. Die Dahlien müssen in die Erde. Und wie ich die jetzt pflanze und wie sie nachher blühen, das sehen Sie aber erst nach dem Vorspann. So, ich muss mir erstmal meinen Spaten besorgen, hatte ich ja ganz vergessen. So, du kommst erstmal dahin und Zwergchen, du musst leider jetzt weichen, weil da sollen schließlich meine Dahlien hin. So, ich habe mir die hier schon ausgebreitet, meine Dahlien. Dahlien sind nämlich Sommergewächse, die nicht winterhart sind, weswegen wir die im Herbst immer reinholen müssen. Dann kommen sie, wie Sie gerade gesehen haben, in die Kiste und die kommt dann bei uns oben auf den Dachboden. Ohne Wasser und warten dann da aufs Frühjahr. So, ich buddel mir erstmal meine 10 Löchlein, weil ich habe 10 Dahlien und dann sehen wir uns gleich wieder. So, ich muss ein bisschen umdisponieren, weil die Fläche dann doch ein bisschen klein ist für 10 Löcher auf einmal. Deswegen habe ich erstmal 4 nur gemacht. Du kommst, bleib stehen. So, wollen wir die gut mal in die Erde bringen. Ich habe die Löcher jetzt extra ein bisschen tiefer gemacht, da es nachts immer noch ganz schön kalt ist und, wo ist sie denn? Da ist sie. Die ersten nämlich schon keim. Ich weiß ja nicht, ob sie das sehen können, aber ich glaube schon. So, deswegen pflanze ich die halt ein Stückchen tiefer als eine Spatenbreite, Tiefe. Dann kommt gleich noch Wasser rauf, Erde rauf und dann dürfen sie wachsen. Ich mache das fix fertig und wir sehen uns, wenn sie schon ein bisschen aus der Erde gucken. Dann wollen wir den Gutsten nochmal Wasser geben. Aber was ich vergessen habe, Ihnen zu sagen, damit die Dahlien ein bisschen Schub kriegen, habe ich jedem noch eine Handvoll Hornspäne gegeben. Es wirkt als Dünger. Jetzt kriegen sie noch Wasser, dann mache ich sie gleich zu und dann dürfen die Gutsten wachsen. Jetzt aber wirklich bis gleich, bis sie draußen sind. Für sie ein Schnitt weiter, für mich 4 Wochen später. Ja, meine Dahlien gucken jetzt endlich aus der Erde und einige Dahlien werden ziemlich hoch. Das sind nämlich diese hier, die davor und die davor. So dass ich mir gedacht habe, ich habe mir so eine Stützringe besorgt für Dahlien. Die stecke ich jetzt einfach mal in die Erde. Geh schon da rein. Erstmal noch ein bisschen tiefer. Na, die kann noch ein Stück. Gar nicht so einfach. So. Und dann, wenn die Dahlien größer werden, ziehe ich sie nach und nach nach oben, bis sie die gewünschte Größe haben. Mache ich das mal noch schnell mit den anderen beiden. Das sollte passen. Oh, hier komme ich ja noch weniger rein. Aber naja, wird schon irgendwie. Geht Ihnen das eigentlich auch so, dass Sie sich immer auf die Dahlien freuen? Also ich freue mich immer auf meine Blümchen. Egal, ob sie Sonnenblumen sind, die Dahlien, die Rosen. Ich finde einfach alles schön, was blüht. Björn ist bei uns beiden so eher der Gemüsemensch und ich bin der Blumenmensch. Oder Mann, wie auch immer man sehen möchte. Wir gucken gleich nochmal zu den Dahlien, aber dafür wachsen sie erstmal noch ein bisschen. Also, bis gleich. Ein paar Tage sind wieder vergangen. Und unsere Dahlien sind kräftig gewachsen. Damit mir die großen nicht umkippen, hatte ich ja im letzten Videoschnitt diese Stützringe angebracht. Und die werde ich jetzt langsam... Oh Gott, oh Gott. Hä?
glaube, die habe ich ein bisschen zu tief gesetzt. Aber langsam nach oben ziehen, damit mir die Gutsten nicht umkippen. Na. Muss ja auch ein bisschen aufpassen, weil hier sind, hier standen letztes Jahr Physalis und die haben sich schön ausgesät. Und die kommen jetzt hier überall. Und ich mit meinen großen Füßen darf sie nicht platt treten. Oh! Bei der hier ist sogar schon die erste Blüte dran. Auch schön. So, ich glaube, das reicht erstmal. Wir sehen uns gleich wieder zum nächsten Schnitt. Ich weiß, meine Sonnenblumen sind auch schön. Aber gucken Sie doch mal hier rüber zu meinen Dahlien. Hallo? Ah, da sind sie ja. Sehen sie nicht schön aus? Sie blühen endlich. Hier vorne eine lila. Wunderschön. Riecht sogar ein bisschen. Aber nur ein ganz kleines bisschen. Dann hier eine in Rot und Weiß. Innen Rot, außen Weiß. Hier nochmal eine in Lila. Und hier, schauen Sie mal. Kommst du mal dichter mit der Kamera vielleicht? Geht das? Schön in Dunkelrot. Aber das Einzige, was mir jetzt noch fehlt, ist eine gelbe Dahlie und eine orangene Dahlie. Und die besorge ich mir für nächstes Jahr. Hatte ich ganz vergessen, Ihnen zu sagen. Ich hatte ja bei einigen Dahlien noch diese Stützringe gesteckt. Die habe ich jetzt zwischenzeitlich immer wieder ein Stückchen hochgezogen, damit die Dahlien, wie gesagt, halt nicht umkippen. Ja, einige Blüten sind ja noch im Anmarsch. Und wenn die blühen, dann sehen wir uns doch mal wieder. Ein Meer voller Blüten und das trotz 2 Wochen Dauerregens. Ja, einfach nur herrlich. Wir haben jetzt Anfang August und mit ganz viel Glück, aber wirklich ganz viel Glück und das Wetter muss mitspielen, blühen sie sogar noch bis in den Dezember rein. Das wäre natürlich ein Traum. Ein Farbklecks im Dezember. Herrlich. Die Sonnenblumen und Dahlien verstehen sich echt gut. Problem ist nur, die Dahlien kriegen jetzt nicht mehr ganz so viel Sonne, weil die Sonnenblumen ganz schön groß geworden sind. Wir haben jetzt Mitte September und ich bin echt erstaunt, wie viele Blütenansätze hier noch zu sehen sind. Gucken Sie mal. Hier, da, da unten. Weiter unten sind keine mehr. Und wie schön sie noch blühen. Herrlich. Einfach nur schön. Ha. Leider hat alles irgendwann mal ein Ende. Und das speziell auch bei den Dahlien. Ich habe mir meine Schere besorgt, weil die meisten Blüten sind einfach schon weg. Also geht's jetzt ans Abschneiden. Dazu habe ich mir, wie gesagt, meine Schere besorgt. Und ich schneide jetzt alle, so Pi mal Daumen, auf 20 cm über dem Boden ab. Na, wenn es denn will. Hoch, räume das Grün zur Seite. Dann lasse ich sie noch ein paar Tage in der Erde und dann buddel ich sie aus. Aber dazu sehen wir uns gleich. Schon fast vergessen. Ich habe ja noch die Ringe hier drin. Hups.
stelle ich erstmal zur Seite und die kommen dann gleich ins Gewächshaus oder in den Schuppen. Ach, da ist ja noch einer. Der wehrt sich. Hab ihn. So, du kommst auch erstmal zur Seite. Wollen sie mir noch weiter zugucken oder wollen sie gucken, wie ich gleich ausbuddel? Ich glaube, sie wollen gucken, wie ich gleich ausbuddel. Also, bis gleich. Ach, sie sind ja schon wieder da. Ich bin doch noch gar nicht fertig. Ja, warum ich jetzt die Stadien übrigens abschneide, hat den einfachen Grund, weil hier einfach schon Frost drüber gegangen ist. Es sind zwar noch so 1, 2, 3 Blüten, so wie hier, aber es lohnt halt nicht mehr. Deswegen habe ich mir jetzt gesagt, ich schneide sie komplett ab und lasse sie halt, wie gesagt, noch ein paar Tage in der Erde. Das hat den einfachen Grund, dass die Stängel halt noch ein bisschen abtrocknen können, bevor ich die ausbuddel. Aber dazu sehen wir uns jetzt gleich wirklich wieder. Ach, meine Güte, ist das kalt geworden. Naja, aber für Mitte November ist das ja, glaube ich, logisch, oder? So, ich würde mal sagen, meine Dahlien müssten mal langsam aus der Erde. Weil es ist nämlich Schnee und Frost angesagt. Und ich glaube, das mögen die nicht ganz so. Ich mache das immer so, ich steche sehr weit von der Dahlie weg, dann aber tief und versuche sie dann möglichst hoch zu drücken. Ja, würde ich mal sagen, hat funktioniert. So. Oh, ist die schwer. Ja. Ich glaube, werden nächstes Jahr noch mehr. Aber das ist schön. Sind schön große, schöne Knollen dran. Läuft. So, die kommt erstmal zur Seite. Weil ich buddel die nämlich jetzt alle erstmal aus. Dann dürfen sie noch 3-4 Tage ins Gewächshaus. Aber da sehen wir uns dann gleich. Nee. Da. Na Mensch, komm doch her hier. Ah. So. Es ist vollbracht. Die letzte Dahlia aus der Erde. Genauso wie die letzte Dahlia, die ins Gewächshaus geht. Dort bleiben sie dann für 3, 4, 5 Tage. Und dann gehen sie bei uns zu Hause auf den Dachboden. Bis März, bis wir sie rausholen zum Vorkeimen. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Genauso wie mir die Dahlien gefallen haben. Ja. Wenn Sie es noch nicht getan haben, Abo da lassen, einen Daumen hoch, Kommentare, darüber freuen wir uns auch immer sehr. Und in diesem Sinne, bis nächste Woche, aber nicht mit mir, sondern mit Björn. Tschüss!